Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marios Because of the Game Boy. Ja, es ist leider erst der 16.8. Das heißt, Part 3 ist immer noch nicht online. Sorry, Leute. Tut mir leid. Ja, ich mache mal erstmal ein bisschen Info. Ich habe mir überlegt, dass ich nochmal Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 2 auf dem Game Boy irgendwann let's playen werde, weil das mein Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Spiel ist. Ja, aber sind wir bei Mario gekostet jetzt. Und ich habe noch eine Frage an euch. Klinge ich eigentlich, als ob mir das Spaß macht, oder klinge ich so, als ob mich jetzt alles nur nervt? Weil, also Mario gekostet macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Aber ich weiß nicht, ob ich dabei auch gut gelaunt klinge oder so, als ob mich das einfach nur ankotzt. Ja, ich weiß es nicht. F. F. Das sieht doch schon mal lecker aus. Ich will ja immer sagen, es ist symmetrisch, ne? Dann hier so, ne? Ist wieder so ein Erlmeyer-Kolben oder was? Da kläfft erstmal der Hund vom Nachbarn. Da war ich wohl mal wieder zu laut. Okay, dann haben wir das ja eigentlich schon alles abgehakt. Das ist mal ein einfaches Bild. Im letzten Part hatten wir ja ein paar ziemlich schwere Bilder dabei. Hier aber, okay, da fehlt auch noch was. Die Reise auch fertig. Okay. Was kann das so sein? Boah, wird der laut gekläfft. Ich entschuldige mich dafür. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Mikrofon ist an, ne? Jutschi. Okay, drei. Gucken wir erstmal von oben. Also, hier kann überall nichts mehr sein. Hä? Ah, nee, ich habe mich vertan. Hier kann nichts mehr sein. Da. Aber hier und da muss sein. Komm, dann ist es so, oder? Ja, das sieht doch gut aus. Dann hier so, ohne. Okay, dann haben wir hier alles. Wow, es läuft richtig gut diesmal. Ja, dann mache ich hier immer alles Kreuz, also X. Das ist mal was Einfaches, was mir gefällt. Ja, ich denke, heute werde ich auch nur einen Part machen. Reicht ja auch. Okay, 5, 2, 1, das heißt, hier kann nichts mehr sein. Hier ebenfalls nicht mehr, da auch nicht. Ja, hier oben in der Mitte, oder? Da ist wieder so ein Erlenmeyer-Kolben. Hier kann nichts mehr sein. Also in 1, 1, 2, 1, 1. Hier kann auch nichts mehr sein. Okay, ganz symmetrisch ist es nicht. Mal sehen. 1, 1, 2, 3. Okay, hier kann nichts mehr sein. Hier muss auch irgendwo eine 4. Also 1, 1, 2, 1, 4. Okay, das muss hier sein. Ja, es war 1 zu weit. Dann wird es auch hier sein, ne? Dann so. Also, wir haben schon fast. Sieht gut aus. 7, wow. Ich übersehe. Oh. Ja, hier oben in der ganzen Reihe kann nichts mehr sein. Hier aber so, ne? Ah, ein Kleiderbügel. Das ging ja mal schnell. Da steigt die Motivation. Ein Hänger. Ja, da wird abgehangen. Sorry an Menzel, wenn du kommentierst, ist immer noch nicht Part 3 online. Also, kann ich dir mündlich nicht antworten. Aber natürlich schriftlich. So, 10. Komm, einfach mal Risiko. Okay, da nicht. Risiko. Da nicht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann ist es hier genauso, ne? Da ist sogar eine 12. Perfekt. Einfach mal was riskieren. Ich fange mal von vorne an. Ja. Jetzt weiß ich ja. Da-dum, da-dum, da-dum. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist das 10? Nö, ne? Jetzt. Das
sieht doch schon mal gut aus. Eine 13 und 11, schön hohe Zahlen, das ist gut. Okay, das heißt, hier kann nichts mehr sein. Komm, einmal mal wieder Risiko. Okay, dann hier auch ganz rüber. Ja, ich bin doof. Okay. Das ist das Pi, der Buchstabe. Also nicht der Buchstabe, wir müssen mal nehmen. 1, 2, 1, 1, 1, 4, 1. Okay. Ich denke, hier muss sein, da muss sein, da. Ich denke, dann geht's so runter, oder? Das sieht doch auch sehr stark danach aus. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich denke, das ist irgendwie so ein Buchstabe, ein römischer oder so. Was dann 15? Die habe ich übersehen, bin ich blöd. Die ganzen 15 habe ich da einfach übersehen. Oh, bin ich doof. Ja, ich sehe einen Wald vor lauter Bäumen nicht. Ah, das ist ein Bus, ne? Ups. Gar nichts mehr, das sieht aus wie ein Bus. Wo ist der Bus? Ja, das ist ein Bus zu 100%. Ja, okay. 12, ist noch nicht 12, ne? Jetzt ist 12. Ich traue mich nicht. Ich traue mich wieder mal nicht. Das sind 2. 6. 9. Ach, Idiot, ich habe mich vertan. Aber wir wissen jetzt, dass es ein Bus ist, also wird das nicht so ein großes Problem mehr sein. Yoshi! So, wieder hoch! Dann bauen wir den Bus erneuert. Ja, es sieht noch komisch aus, aber es wird noch. Aha, aha, aha. Mist. Mann, bin ich doof. Ich habe einen zu weit nach unten gemacht. Ja, schön. Ja, ich wechsle mal die Musik. Muss ja auch mal wieder sein, ne? Dann nehme ich die. Die Musik 3 und 4, die finde ich ganz hässlich, die will ich nicht nehmen. Ja, ganz schlimm. Dam, 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 dam. Ah, Mann, das war doof. Hab mich verklickt. Zwei? Okay, hier nochmal runter und dann hier, ne? Hier unten? Wie die Räder so. 2. Nein! Dann hier. Ja, komm, der Bus ist doch fertig. Mal sehen, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier kann nichts mehr sein. Jetzt nicht den falschen Knopf drücken, dann bin ich weg. 1, 9, hier kann auch nichts mehr sein. 1, 5, 2, hier muss doch irgendwo sein. Aber wohin? Ah, hier kann nichts mehr sein. Okay, okay, okay. Hier muss irgendwo noch einer sein. Hier kann aber nichts mehr sein. Ich den Knopf drücken. Nicht vergessen. 11, okay. Ja, der Bus ist fertig. Cool. Damit hätten wir mal wieder eine Reihe fertig. Und diesmal im normalen Picross. Der Bus. Ah, nee, doch nicht, da war doch einer, ich bin doof. Dann schauen wir mal. Leider kein, okay, okay, dann doch 15. Das freut mich immer. Okay, 3, das ist natürlich sehr offensichtlich, wo das ist. Dann kann hier die ganze Reihe und da links nämlich nichts mehr sein.
Ja, da war ich wieder zu vorschnell. 9. Sei ein bisschen symmetrisch, wäre nett. Dann gucken wir mal 4 und 4. So? Ja, sieht doch gut aus. Dann wird es auf der anderen Seite nicht genauso sein. Zwei und zwei. Hier kann nichts mehr sein. Da auch nicht mehr. Da ebenfalls nicht. Nein, nein. Nein, nein. Ich mag symmetrische Bilder. Dann geht's hier so hoch, oder? Ja, ich hatte recht. Ah, es sieht aus wie eine Walnuss. Könnte eine Walnuss sein. Oder der Planet Saturn. Hä? Okay. Gehen wir mal durch. Hier kann überall nichts mehr sein. Kann auch nichts mehr sein. Drei, das heißt, hier muss irgendwo. Hier oben. Hier vielleicht? Ja. Ah, oder ein Globus. Oder ein Kochtopf. Hier kann nichts mehr sein. Hier auch nicht mehr. Ja, hier nichts mehr. Das ist ja mal ein einfaches wieder. Das gefällt mir. Eins, drei. Komm, Risiko in der Mitte. Ja. Hey, das ist ein Pokéball. Nee, ist kein Pokéball. Ah, das ist so eine Glocke, ne? So eine kleine, oder? Was ist das? Ja, so eine kleine Glocke. Wir haben jetzt schon eine große und kleine. Oh, ja, sind wir in der zweiten Reihe. Das freut mich sehr. Der hätte bestimmt eine Ecke härter. Ah, ich sehe gleich direkt zwei 15er. Da und eine 13. Und dann noch eine 15. Ja, also doch nicht so hart. Das freut mich. Kann nichts mehr sein. 10, 3. Ich denke mal, die 3 wird hier. Ach, jetzt geht gar nicht anders. Und dann hier so ganz hoch, ne? Jupp. Eine 6 und eine 2. Okay, so ist es nicht. Dann weiß ich, dass es so sein muss. Da kann hier nichts mehr sein. Zwei. Hier kann über nichts mehr sein. Ja, der Hund macht wieder Krach. Sieben. Ah ne, ups, ups, oh, die sieben ist da oben, bin ich doof. Ganz hoch. Das sind sieben, ne? Sechs. Mal sehen. Eins. Drei, es muss hier sein. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Der blöde Nachbarshund. 6, also hier. Ich denke mal, 4 wird so hoch sein. Nein, habe ich vertan. Sollte jetzt so ein bisschen aufpassen. Mal sehen, hier kann nichts mehr sein. 4, 1. 4, 1, 3, okay. Dann hätten wir das auch mal erledigt. Warte, kann nichts mehr sein, ne? Die ganze Reihe. Haken wir das mal ab. Ich denke mal symmetrisch. Nee, ich will nicht darauf bauen. 1, 1. Ah, doch, ist symmetrisch. Ja. Sehe ich doch mal den 3. Hier noch eine 7. Mal sehen. 1, 1, 2. Das heißt, hier geht es auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach oben. 1, 1, 1, 2. Na, oh oh. Jetzt muss ich aufpassen und dann noch 5. Jetzt wird es kritisch. Ich will jetzt nicht rausfliegen. 1, 1, 1. 5 und 2 irgendwo. Dann gucken wir mal hier. Ach.
Mal sehen, hier muss das also sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ja, ich denke viel nach. 8. Das sind 7, das heißt einer noch. Hier kann nichts mehr sein, hier auch nicht mehr. 4 muss hier irgendwo sein. 2, 7, 10. Mal sehen, das sind 7, 8, 9, 10. Okay. 4, 2, es muss so sein. Ich frag mich, was das sein soll. Das ist Schlittschuhe? Weiß ich nicht. Mal sehen. 2, 1, 1, 5. 9, 1. Das heißt, hier muss auf jeden Fall noch. Hier kann nichts mehr sein. Das heißt, hier geht's ein hoch, aber nur ein. Das heißt, 1, 2, 3. Gucken wir mal hier. 5, 3, 1. Hier kann nichts mehr sein. 1, 3, 1, 1. Hier kann auch nichts mehr sein. Das heißt, es muss hier sein, oder? Ja! Und was ist das? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Schlittschuhe. Ich hatte doch recht. Ja. Skate. Und doch Schlittschuhe. Sah nämlich schon so aus. Ich hoffe, man hört es wirklich nicht. Den Nachbarshund. Der ist so laut. Okay, ganz viele Nullen, das freut mich natürlich. So. Da können wir direkt viel schon mal wegmachen. Also, dieser Part gefällt mir, dann sind die Level nicht so hart. 13, machen wir auch mal in der Mitte. Ja, es hat sogar gestimmt. Da mal so gut Glück, ne? 1, 2, 3, 4, 5, okay. 1, 2, 3, 4, also eher in der Mitte, ne? Mist. Okay, das ist, da war ich zu vorschnell. Dann gucken wir, würde ich mal sagen, von oben. Jetzt animieren sich die Hunde sogar gegenseitig, oh Mann. Ich wäre ja eine Katze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Da kann nichts mehr sein. 6. Aber mal gut Glück. Ja, gut. Kann nichts mehr sein. Da muss hier noch sein. 2, 2, 1, hier oben, ne? Einfach mal so, auf gut Glück. Ah, das war falsch. Aber dann weiß ich so, so. Kann hier nichts mehr sein. Weil ich frag mich, was das ist. Das ist ein ziemlich kleines Bild. Hier kann nichts mehr sein. Ups. Da kann nichts mehr sein. Da kann nichts mehr sein. 1, 2, hier kann nichts mehr sein. Da kann nichts mehr sein. Da bin ich mir jetzt unsicher in der Reihe. Irgendwo muss da noch eine 1 sein. Ich denke mal hier. Nein! Da war ich wieder zu vorschnell. Ich glaube, die Hälfte haben wir. 2, 1, hier kann nichts mehr sein. Jetzt kriege ich den falschen Knopf drin, dann bin ich weg. Was sind 6, hier kann auch nichts mehr sein. 4, 2, 1, das heißt, hier kann nichts mehr sein. 2, 2, hier muss, da kann ich mehr. Hier muss 1, 2, 3, 4. Hier kann ich mehr, hier kann ich mehr, okay. Hier muss. Schauen wir mal, mal sehen. 2, 1, 1, 1, da muss doch irgendwo sein. Hier kann nicht mehr sein. Zwei, das heißt, hier kann nichts mehr sein. Komm, ich mach einfach mal so, hier muss sein. Drei, hier muss sein. Hier kann jetzt nichts mehr sein. Hier kann nichts mehr. Oh Gott. Ah, hier muss sein. Das ist ein Schuh, ein Pumps. Vier Einsen, das heißt, hier kann nichts mehr sein. Wir sind das in 6 Einsen. 1, 2. Hier muss auch sein, ne? Ja, hier. Okay. War richtig. Da hatte ich immer Angst. Wo denn noch? Hier muss irgendwo eine 4 sein. Hier kann nichts mehr sein. Ja, ja, ja und ja. Okay, was ist das? Ein Pumps? Oder eine Socke? Was ist denn das?
Ein Schuh, ganz einfach. Der Aussieht von Goofy. Ein Level machen wir noch. Dann ist Schluss für heute. Ganz viele Nullen. Da freue ich mich wie immer. Machen wir mal ein bisschen Risiko bei der 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hat sich ausbezahlt. 12, machen wir auch mal ein bisschen Risiko. Okay, schon ein zu weit. Machen wir hier Dings. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Ja, Risiko muss auch mal sein. Komm, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Da. Da haben wir schon mal viel. Oh, meine Füße schlafen ein. Ich mache heute wirklich wieder nur ein Part. Geht's den anderen mal weiter. Vielleicht kommt ja endlich mal der dritte Part bald online. Dass ich eure neuen, Kommentare mündlich eingehen kann. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Auch wenn ihr das dann viel später seht. 1, 2. Ja, ich habe mal wieder Risiko gemacht. Die 2 eben. 6. 3, 4, 5, 6. Das ist 6, ja. Aber heute waren wirklich einfache Bilder, was mich sehr freut. Hier kann nichts mehr sein. Moment, hier kann noch. Zack, zack. Ich weiß noch nicht, was das darstellen soll. Gehen wir von dieser Seite durch. Okay, hier muss noch sein. Hier kann ich mehr. Hier kann ich mehr. 1, 2. Hier muss sein. Hier kann ich mehr. Hier ein jetzt auch nicht mehr. Okay, okay, okay. Hier muss sein, ne? Ja. Nein, aber so rum. Okay. Die Reihe wäre abgehakt und die Reihe auch fast. Wir sind 3, 1, hier kann nichts mehr sein. 2, das heißt, ich denke mal hier. Dann 1, 2, 3, 4, ja. Das war korrekt. Das ist gerade nicht einfach. 2. Ich kann nichts mehr seiner gesamten Reihe, ne? 1, 3, 2. Soll ich mal riskieren? Zack. Ein H. Warum steht dann ein H? Okay, hier muss sein. Ich glaube, wir haben es gleich. Was immer so sein soll. Ein bisschen was wie eine Käppchen mit einem Haar drauf. Weil ich weiß es nicht. Doch hier. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Ja, eine Mütze mit einem Haar drauf. Hä? Cap. Warum ist ein Haar drauf? Na ja, Leute, wir haben diesen Part recht viel geschafft. War ein sehr guter Part. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.